Und da spielten schon große Werke wie Schichau mit den zwei Fabriken hier, mit der Werft und der Lokomotivfabrik, oder die Comnic-Betriebe eine große Rolle, oder die große Zigarrenfabrik von Löser und Wolf mit immerhin 4000 Beschäftigten allein in Elbing. Vorwiegend Frauen waren dort tätig. Wenn dort um 5 Uhr Feierabend war und die Frauen gingen nach Hause, dann rochen die ganzen Straßenzüge, besonders in Richtung Norden, wo die Menschen vor allem gewohnt haben, nach Zigarren. Zu der Zeit waren, glaube ich, noch die 50-Stunden-Woche, also es wurden wenigstens 50 Stunden in der Woche gearbeitet. Und die Leute haben sehr früh mit der Arbeit angefangen, 6 oder 7 Uhr, und haben dann bis abends, war das auch bestimmt wieder 6 oder 7 Uhr, bis sie nach Hause gekommen sind. Samstag war meistens auch ein voller Tag. Frauenarbeit war an für sich nicht so üblich, und trotzdem hat Elbing eine große Beschäftigungszahl von Frauen gehabt. Das waren junge Frauen. Oftmals war es so, dass wenn eine Frau geheiratet hat, dann hat sie nicht mehr gearbeitet, weil sie für den Haushalt da sein musste. Aber die jungen Frauen, die waren dann in der Zigarrenfabrik bei Löser und Wolf beschäftigt. Das war eine große Möglichkeit oder Arbeitsding. Und die Männer, die waren bei Schichau oder Neufeld beschäftigt. Und wenn dann Feierabend war, dann trafen die beiden Gruppen zusammen, und da sind dann auch viele gemeinschaftliche Ehen entstanden, also dass da manch einer seine Frau gefunden hat, ne? Wenn die Löser- und Wolf-Mädchen, man hat gesagt, die Zigarrenhäschen. Ne? Und der übliche Alltag, der war meistens so: früh morgens, wenn man aufgestanden ist, frühstücken, gab nichts Besonderes, Brot, Schmalz oder Butter, wo es besser war. Dann die Kinder gingen in Schule, Frauen machten ihren Haushalt, die Männer gingen zur Arbeit. Comnic war ja eine Automobilfabrik, und dort hat meine Mutter im Büro gearbeitet, und dadurch, dass sie Zahlungsschwierigkeiten hatten, konnten sie auch die Löhne nicht mehr bezahlen. Und da derweil Geld verdient werden musste, da war sie auch noch nicht verheiratet, da ist sie dann nach Schichau gegangen. Ganz genau sagen, ich war technische Zeichnerin bei Schichau, aber als ich meinen Mann kennenlernte, habe ich den Beruf und dieses Kind mit aufnahm, der war 3 Jahre alt, habe ich meinen Beruf aufgegeben, denn in der ersten Nazi-Zeit mussten die Frauen nicht arbeiten, wenn sie ein Kind hatten. Das ging, damals war es doch auch diese große Arbeitslosigkeit, und deswegen hatte man das wohl so eingerichtet. Erstmal meine Schulfreundin, Klassenkameradin, hatte mich dahin gelotst, weil ihr Vater welcher Ingenieur war und der Beruf für Mädchen aufgebaut werden sollte. Den gab es früher nur für Jungs. Das technische Zeichnen. Und dann waren wir, wie gesagt, im Mädchenpausbüro, mehrere Mädchen. Und die Ingenieure sagten uns, was wir zu tun hatten. Oder? Ja, das Feinkostgeschäft, was den Namen meines Großvaters Paul Salewski trug, das war als Geschäft für gute Qualität und vielseitiges Angebot bekannt. Es wurden dort alles die Produkte, die von den Gütern kamen, angeboten. Und die Angestellten, das waren auch die an der Kasse und im Verkauf tätigen
Frauen hauptsächlich. An die erinnere ich mich auch, an zwei. Das war an der Kassel Frau Klafke. Und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, den Aufgabenbereich von Frau Berdau.